Hi Leute und willkommen zum 22. Türchen von Manga System Sein Adventskalender. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wer ich bin, aber das ist vollkommen unwichtig, denn hier geht es nicht um mich, sondern um Mangas. Und wir werden jetzt in dem Video das machen, was den ganzen Kalender schon gemacht wurde, nämlich über ein Manga-Cover reden. Ich durfte mir jetzt raussuchen und habe mich für Shaman King Band 10 entschieden. Darauf sehen wir einen Charakter aus der Reihe, nämlich Horo Horo von den Ainu. Das ist ein Schaman, der mit Eiskräften kämpft. Dazu passt auch das Blau seiner Haare und naja, ein bisschen Blau ist auch seine Kleidung eingearbeitet. Allgemein eine Kombination aus hellen und dunklen Farben und hier dieses Rot auf Schwarz mit dem Stirnband ist eine sehr coole Sache. Das Interessante aber ist, dass es in dem Band gar nicht um ihn geht und er dieses Outfit, was er hier anhat, erst im 11. Band trägt. Nämlich im 11. Band hat er eine dreiteilige Story, die auch wirklich schön ist. Und naja, eigentlich hätte dieses Cover hier viel mehr zu Band 11 gepasst als zu Band 10. Deswegen, aber na gut, lassen wir das mal. Wartet kurz, wir machen das mal so hier perfekt. Das ist doch gleich wesentlich besser. Also, was sagt uns das Cover? Wir sehen Horo Horo, wie er sehr entschlossen schaut und er muss entschlossen schauen, denn er möchte Schamanenkönig werden und das wird man nicht einfach so. Außerdem hat er ein Ikpasui in der Hand. Das ist ein Relikt, mit dem er den Göttern seine Dankbarkeit zeigen kann. Ich habe das Ding mal gegoogelt, aber nichts drüber gefunden. Man kommt da bloß auf irgendwelche Shaman King Seiten oder italienische Shaman King Foren und sowas. Also scheint auf nichts Realem zu basieren oder wenn dann bloß ganz entfernt. Ihr könnt mir da mal da irgendwas in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr drüber wisst. Aber ich habe halt nichts drüber gefunden, dass, was ich euch gesagt habe, den Göttern die Dankbarkeit zeigen. Das hat Horo Horo im Manga selbst so gesagt. Außerdem hält das Ikpasui nach unten und das entspricht dieser Daumen-runter-Pose, was vermittelt, dass egal welcher Gegner sich ihm gegenüberstellt, dass er ihn down kriegen wird. Wie gesagt, sehr entschlossenes Cover, war schon immer eins meiner liebsten Shaman King Cover und deswegen hat es mich gefreut, mal darüber reden zu können. Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, tolles Cover und ich hoffe, ihr schaut auch die letzten beiden Türchen vom Adventskalender von Manga System. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und das war's dann.